mit oder in China in den kommenden Jahren kräftig ausbauen. Das heißt, derzeit gibt es dort lediglich 6 Filialen und jetzt wollen die Frankfurter zukünftig in allen wichtigen chinesischen Zentren vertreten sein. Gleichzeitig will die Deutsche Bank aber auch von der Internationalisierung der chinesischen Währung profitieren. Und aktuell ist der Renminbi nur die 9. wichtigste Handelswährung. Die Deutsche Bank erwartet aber, dass er bis zum Jahr 2020 nach dem US-Dollar und auch dem Euro auf Platz 3 sein wird. Die Frankfurter wollen daher ihre Position im Renminbi-Handel, der ja sukzessive immer weniger beschränkt werden dürfte, weiter stärken. Und Steinmüller betonte auch, wir wollen die führende Universalbank im Offshore-Renminbi-Markt sein. Mit Thorsten Küfner spreche ich jetzt unter anderem über die Deutsche Bank. Schönen guten Morgen, Herr Küfner. Ja, da hat man sich ja einiges vorgenommen am chinesischen Markt. Sehen Sie das auch so, naja, sagen wir mal optimistisch? Die Deutsche Bank hat ja in der letzten Zeit schon ordentlich für Negativschlagzeilen gesorgt. Ja, guten Tag, Frau Klar. Ja, es ist in der Tat endlich mal eine Nachricht von der Deutschen Bank, die jetzt nicht wirklich negativ ist. Also ist natürlich ein gutes Ziel zu sagen, okay, wir wollen in China unsere Position kräftig ausbauen. Das Problem ist natürlich, dass das geht in China wirklich nicht gerade rasend schnell. Denn jede Bank, die eine neue Filiale eröffnet, muss dann erst beweisen, dass diese auch operativ solide geführt werden kann. Erst dann kann man bei den chinesischen Behörden den Antrag stellen, eine weitere Filiale zu eröffnen. Also deswegen hat die Deutsche Bank erst 6 Filialen im Reich der Mitte aufgemacht. Und es wird auch in den kommenden Jahren wohl auch immer nur ja vielleicht 1, 2 pro Jahr dazukommen. Sollte man nicht zu einem größeren Zukauf kommen, aber das wird im chinesischen Markt wohl auch schwer sein. Also prinzipiell, es wird keinen großen Einfluss auf die Bilanz haben, die Entwicklung in China. Also wie gesagt, es ist natürlich ein guter Schritt und in den kommenden Jahren langfristig ist es sicherlich gut, sich in China zu positionieren. Wie gesagt, Sie haben es ja angesprochen, die chinesische Währung wird immer wichtiger in den kommenden Jahren und die Deutsche Bank als sehr auf das Investmentbanking fokussierte Bank ist natürlich gut beraten, wenn man sich auch im Währungshandel mit dem Renminbi stark positioniert. Aber wie gesagt, das Filialgeschäft wird wohl eher einen geringeren Einfluss auf die Deutsche Bank haben. Trotz dieser guten Nachricht oder sagen wir wegen dieser guten Nachricht, würden Sie den Anlegern da jetzt schon zu einem Kauf raten oder würden Sie sagen bei der Deutschen Bank, naja, erstmal abwarten, bis hier tatsächlich alle Probleme und vielleicht auch Strafzahlungen eingepreist sind? Also das kann wohl sehr lange dauern, bis wirklich alle Probleme und Strafzahlungen eingepreist sind. Denn das Problem ist, es kommen wieder neue hinzu. Das haben wir jetzt auch am Wochenende gesehen. Da hat sich die Schweizer Tochter selbst angezeigt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in den USA. Also dieses Kapitel wird man wohl nie komplett abhaken können. Das wird immer wieder den Kurs belasten. Wie gesagt, wir glauben trotzdem, dass es eigentlich schon fast eingepreist sein sollte. Die Deutsche Bank ist unter den europäischen Bankaktien eine der günstigsten Werte. Aber aktuell ist das Chartbild eben doch angeschlagen. Deswegen sagen wir, die Aktie ist eher nur eine Halteposition. Wie gesagt, wer investiert ist, soll dabei bleiben, den Stopp bei 21,50 beachten. Und wer noch nicht investiert ist, sollte einfach eine klare Bodenbildung abwarten. Aus den USA kommen ja schon in den letzten Tagen und auch in den kommenden noch einige Quartalsberichte. Das heißt, gestern hat beispielsweise auch die Citigroup schon die Q3-Zahlen vorgelegt. Wie überzeugend oder nicht überzeugend waren sie denn? Ja, sie waren unserer Meinung schon überzeugend. Das hat man auch in der Marktreaktion gesehen. Die Aktie konnte ja zulegen. Man hat den Gewinn leicht gesteigert. Man lag auch leicht über den Analystenprognosen. Hinzu kommen einige Meldungen, zum Beispiel, dass man die Bad Bank ausgliedern will, eventuell direkt an Investoren verkaufen, eventuell auch an die Börse bringen. Bad Bank, das sind viele ABS-besicherte Konsumentenkredite. Ja, wir werden mal sehen, wie das wirklich angenommen wird. Aber aktuell ist keine schlechte Phase in den USA, um eine derartige Transaktion zu tätigen. Hinzu will man sich vor allem auf die margen- und wachstumsstarken Märkte fokussieren. Man ist ja beispielsweise schon vor Jahren, hat man sich aus Deutschland zurückgezogen. Jetzt will man sich auch aus Japan, Südkorea oder Tschechien zurückziehen. Das ist wirklich eine gute Strategie, denn man sagt ganz klar, wir haben den US-Heimatmarkt, das ist der wichtigste. Und zudem einige Märkte wie etwa in Asien, die wirklich sehr stark wachsen, die auch das Konzernergebnis massiv positiv beeinflussen. Und auf die will man sich jetzt eben beschränken. Und dieser Schritt ist, positiv zu werden. Uns gefällt die Citigroup weiterhin. Ich meine, in den USA läuft die Wirtschaft sehr robust und die Aktie ist immer noch billig. Von daher sagen wir hier weiter kaufen. Dankeschön für die Einschätzung am Morgen der Deutschen Bank und der Citigroup. Thorsten Küfner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Tschüss.